Nominiert für den Elisabeth-Preis 2023. Hunger bei uns in Köln. Vom Verein Helfen durch Geben, der Sack. Der Sack e.V. ist ein sozial gemeinnütziger Verein. Wir unterstützen mittlerweile weit über 3.700 in Not geratene Menschen mit Lebensmitteln. Einmal im Monat kommen ehrenamtliche Helfer, sind fast 30, die wir haben, und packen dann die Lebensmittelsäcke. Da sind viele, die nach der Hälfte des Monats einfach kein Geld mehr haben, für Lebensmittel zu kaufen. Damit können die sich dann den restlichen Monat über Wasser halten. Irgendwann haben wir Kenntnis genommen davon, wie schwierig die Situation für Menschen, die allein sind, oder alte Menschen mit wenig Rente oder Geld. Ja, dann haben wir Lebensmittel gekauft und haben den Leuten, die wir besuchten, die auf den Tisch gestellt und haben gesagt, wäre das etwas, was ihr brauchen könnt? Und das war eigentlich dann vor fast 25 Jahren der Start. Und ein weiteres Standbein ist, wir unterstützen 19 Kitas in sozialen Brennpunkten. Die haben ein ganz knappes Budget zur Verfügung. Und durch unsere Spende an Lebensmittel, da sparen die Geld. Da kann es sein, dass eine Kita sagt, okay, wir machen einen Ausflug. Eine andere Kita sagt, wir kaufen Bücher. Das ist für uns natürlich eine ganz tolle Unterstützung, weil wir hier, wie man ja gesehen hat, in einem Viertel leben, wo sehr viele arme Menschen sind. Und diese Lebensmittelspenden helfen uns auch, sage ich mal, nicht nur 0815 auf den Tisch zu bringen, sondern weil eben die Grundnahrungsmittel vom Sack kommen, können wir dann auch nochmal aus dem Budget Extras kaufen. Wir machen ein gemeinsames Frühstück. Bin ich wirklich immer demütig und auch geerdet, weil es einfach Menschen gibt, die von so einem Lebensmittelsack abhängig sind. Das schockiert mich auch nach 10 Jahren immer noch. Das ganze soziale Köln kann ja auch eigentlich nur funktionieren, wenn jeder ein klein bisschen von seiner Freizeit gibt, wenn jeder da hilft, wo er helfen kann, und jeder so, wie er kann, wie auch unser Motto ist beim Sack. Das Projekt Hunger bei uns in Köln beeindruckt durch jahrelange Unterstützung von Menschen in schwierigen sozialen Situationen. Das engagierte ehrenamtliche Team liefert regelmäßig Lebensmittel direkt an die Wohnungstüren von bedürftigen Menschen. Auch Kitas profitieren von den Lebensmittelsäcken, nicht nur, weil die Kita-Kinder eine geregelte Mahlzeit erhalten, sondern auch, weil durch die Spenden des Vereins Ressourcen für andere pädagogische Maßnahmen in den Kitas frei werden.